Heute geht es um Beauty-Hacks für Männer und ich bin mir sicher, dass du Minimum einen dieser Hacks nicht kennst. Es gibt Leute, die verraten ihre Beauty-Geheimnisse und ihre Beauty-Hacks nicht. Aber es ist meine Aufgabe vom Online-Bruder Korte, dir diese Beauty-Hacks beizubringen und näher zu bringen, damit du vielleicht noch ein bisschen mehr aus dir herausholen kannst und einfach darüber Bescheid weißt. Also, let's go! Manche Männer, die trimmen sich die Haare da unten, andere Männer rasieren sich alles um die Familienplanung einfach schön glatt, sauber weg, damit auch die Kronjuwelen gut zu sehen sind und natürlich auch die Kalaschnikow einfach etwas größer erscheint. Wenn du Letzteres machst und alles da unten rum nass rasierst, dann empfehle ich dir, einen Frauenrasierer zu benutzen. Frauenrasierer sind wesentlich angenehmer zur Haut. Die haben nämlich so schöne Gelkissen und wenn du mit so einem Frauenrasierer über deine Kronjuwelen gleitest, das fühlt sich einfach richtig gut an und wesentlich besser als mit einem Männerrasierer. Gerade auch dann, wenn du zum Beispiel sehr empfindliche Haut hast und deine Haut schnell zu Hautirritationen neigt, ist ein Frauenrasierer einfach Pflicht, wenn man sich die Eier da unten rasieren möchte. Aber komm nicht auf die glorreiche Idee und klau deiner Frau oder deiner Freundin den Frauenrasierer und rasier dir mit deiner Eier. Das kommt gar nicht gut an. A, kriegst du dann Ärger, B, merkt deine Frau das sowieso und C, du kannst ja auch selber einkaufen. Ich verlinke dir einen unten in der Infobox. Alle Menschen haben Hornhaut, gar keine Frage. Aber wir Männer, gerade dann, wenn wir zum Beispiel viel laufen oder auch Fußball spielen, ja, wir haben dann so eine besonders dicke Rinde da unten. Und um diese Rinde einfach ein bisschen loszuwerden, um diese Hornhaut einfach zu entfernen, könnt ihr Hornhautsocken verwenden. Ja, du hast richtig gehört, ich habe Hornhautsocken gesagt. Ich kannte die Teile bis vor 2,5 Jahren auch nicht, ja. Irgendwann habe ich dann Bekanntschaft mit denen gemacht und Leute, ich kann euch sagen, diese Teile sind einfach Bombe. Die sind Bombe, weil die nämlich A, super gut funktionieren und B, super angenehm sind, denn du musst nämlich nichts machen. Du musst nämlich einfach nur diese Hornhautsocken nehmen, da reinschlüpfen und diese Hornhautsocken einfach für 30 Minuten anlassen. That's it. Anschließend wäschst du deine Füße wieder ab und dann Step by Step, Tag für Tag, setzt dann auch die Wirkung ein. Ich glaube, nach ungefähr zwei bis drei Tagen merkt man, dass da unten irgendwas passiert und nach 10 bis 12 Tagen hast du einfach Füße, die sehen aus wie neu, als wenn du gerade geschlüpft wärst. Ich habe mit den Hornhautsocken auch mal einen Test gemacht. Falls dich das interessiert, check den mal aus. Ganz wichtig nur an dieser Stelle, dass ihr die Hornhautsocken auch wirklich richtig verwendet. Also liest dir vorab auf jeden Fall die Anleitung durch. Männer, es kann vorkommen, dass wir Männer unter Akne leiden. Bei mir war es zum Beispiel der Rücken, bei manchen Männern ist es tatsächlich sogar das Gesicht. Und sehr, sehr starke Akne kann tatsächlich auch richtig blöde und miese Narben hinterlassen. Aber es gibt eine Methode, um diese Narben einfach ein bisschen zu minimieren. Dass der Bartroller deinen Bartwuchs anregt, das weißt du mittlerweile, wenn du schon länger auf meinem Kanal bist. Aber diese Methode gibt es schon viel länger und kommt aus der Dermatologie und heißt Microneedling. Und genau mit dieser Methode kannst du tatsächlich deine Akne-Narben minimieren. Also, falls du unter Akne-Narben im Gesicht leiden solltest, fühle ich erstmal mit dir, denn ich habe auch welche auf den Rücken. Aber lass diese Möglichkeit bzw. diesen Hack nicht ungenutzt, sondern probier es einfach aus, denn die Vorher-Nachher-Ergebnisse von anderen Leuten, die diese Methode über einen langen Zeitraum wirklich konstant angewendet haben, die haben wirklich richtig gute Ergebnisse erzielt und die Vorher-Nachher-Bilder sind wirklich richtig gut. Also probier das einfach mal aus. Du arbeitest auf dem Bau, bist zum Beispiel Maurer oder Dachdecker oder vielleicht auch Tischler und musst manchmal richtig hart anpacken mit deinen Händen, dann kann es möglicherweise sein, dass die Haut an deinen Händen einfach ein bisschen dicker ist, weil sie einfach viel mehr beansprucht wird. Aber nicht nur dann, wenn du auf dem Bau arbeitest, gerade auch jetzt in Zeiten von Corona, wäscht man sich seine Hände viel öfter, man desinfiziert sich seine Hände viel öfter und was passiert dann? Dann kann es unter Umständen sein, dass die Hände bzw. die Haut an den Händen wirklich gereizt wird, beansprucht wird und vielleicht auch überreizt wird und dass zum Beispiel auch teilweise Risse in den Nägeln hervorgerufen werden. Wenn das bei dir der Fall sein sollte und du vielleicht rissige Nägel hast oder Probleme mit Haut an deinen Nägeln, dann probier mal Arganöl aus. Ja, auch hier hast du richtig gehört, Arganöl. Arganöl ist nämlich nicht nur gut für deine Haarspitzen, sondern auch gut für Haut und Nägel. Denn es gibt so ein Zusammenspiel zwischen Haut, Haare und Nägeln und ich kann dir sagen, wenn du Arganöl verwendest, Leute, das wirkt bei rissigen Nägeln und rissiger Haut wirklich Wunder. Also Arganöl, eine absolute Multifunktionswaffe. Beim nächsten Hack muss ich kurz ausholen. Wenn du zum Beispiel lange arbeitest, zum Beispiel lange Shootings hast, ja, du stehst morgens richtig früh auf, kommst abends richtig spät ins Bett, musst vielleicht noch von A nach B fahren, dann kann es schon mal sein, dass du unter Schlafmangel leidest. Und dann kann es morgens schon mal vorkommen, dass deine Augen einfach so ein bisschen gerötet sind aufgrund von wenig Schlaf. Wenn du aber ein Fotoshooting hast und aussiehst, als ob du einen Tag vorher einen gebufft hättest, das findet der Kunde nicht gut und du persönlich möchtest natürlich auch nicht wie bekifft auf den Bildern aussehen. Ich denke mal, das leuchtet ein. So, da habe ich eine Geschichte für euch. Ich sitze in der Maske, eine Hair- und Make-up-Stylistin macht mich zurecht, ja, und dann sagt die zu mir, Daniel, mach deine Augen auf. Und ich denke mir so, hä? Wie? Mach deine Augen auf. Ja, mach deine Augen auf. Dann habe ich meine Augen aufgemacht und hat sie mir so Augentropfen in meine Augen reingetropft. Dann habe ich sie gefragt, so, hä? Was ist das
das denn? Ja, das sind Augentropfen, damit deine Augen wirklich wieder richtig schön klar aussehen und nicht mehr gerötet aussehen. Und solche Tropfen sind wirklich richtig gut. Gerade dann, wenn du zum Beispiel sehr lange Tage hast, aber trotzdem fresh aussehen willst oder musst, ja, dann solltest du solche Tropfen auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder wenn du natürlich grundsätzlich dazu neigst, relativ schnell rote Augen zu bekommen, dann probier diese Teile einfach mal aus. Ich packe einfach mal ein Produkt, ich glaube, das hieß Clear Eyes Augentropfen, irgendwie so, einfach mal in die Infobox rein, dann werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. Und jetzt kommt noch ein Hack für meine Haarfreunde da draußen, gerade die, die sich vielleicht ihre Haare aktuell ein bisschen länger wachsen lassen oder auch die, die zum Beispiel schöne, weiche Haare haben möchten. Wenn du in der Dusche stehst und deine Haare wäscht, egal ob nur mit Shampoo oder mit Wasser und Conditioner, lass den Conditioner einfach mal ein paar Minuten länger in deinen Haaren. Ich meine damit, lass den Conditioner einfach mal so 5 bis 10 Minuten in deinen Haaren drin und lass den einfach mal richtig schön einwirken. Wenn du das nämlich machst, hat der Conditioner nämlich eine identische Wirkung wie eine Haarmaske. Also ein Conditioner kann natürlich keine Haarmaske ersetzen, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber danach fühlen sich deine Haare wirklich richtig schön weich an und dieser Effekt ist wirklich spürbar. Und falls du persönlich jetzt auch noch einen richtig guten Beauty-Hack hast, ja, dann lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare rein. Ich freue mich nämlich nicht nur darüber, wenn ich euch mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann, sondern ich freue mich auch riesig darüber, wenn auch meine Community untereinander kommuniziert und wenn ihr euch auch gegenseitig unterstützt in den Kommentaren. Also ich lese die Kommentare auch immer durch. Also von daher freue ich mich riesig, wenn du auch deinen persönlichen Beauty-Hack hier unten in die Kommentare reinschreibst. Also Leute, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.